Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Die BIA. Oh, da unten ist, Achso, ich muss ja auch mit denen reden. Natürlich, ich habe die Mission ja noch nicht beendet. Und irgendwo hier müssen ja noch Schätze sein. Ich schätze, dass das eine ganz nette Gegend wäre. Vielleicht sollte ich diesmal nicht hier runterspringen, sondern einfach mal... einfach mal hier lang gehen. Da hatte ich schon geguckt, da ist glaube ich nichts. Soweit ich das von oben gesehen habe. Genau. Massivu. Oh. Kein Schatz. Hi Schatz. Nein, kein Schatz. Habe ich mich völlig sinnlos hochgehalten gerade, weil ich eventuell mit meinem Finger ein bisschen zu weit nach oben gegangen bin. Na, da scheint nur Licht drauf. Gehört das hier auch noch dazu? Flap, 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 flap. Auch dabei. Okay. Hier bin ich vorhin schon lang. Nö. Denke jetzt auch nicht gut. So, perfetto. Ja, ja, ist ja gut. Aus mit euch. Gott. So, was ist mit dir? Du siehst nicht gut aus, mein Lieber. Du wirst mich tragen müssen. Ja, wo willst du denn hin? Auch einfach nur aus dem Steinbruch raus. Okay. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Idee. Entschuldigung. Ah, ich habe hier einen Verwundeten. Das Wasser sieht nicht mehr gut aus. Willst du nochmal brennen? Nein. Soll ich dich hier einfach von der Klippe schmeißen? Ich meine, dann wärst du raus aus dem Steinbruch, ne? Einfach hier. Gibt's hier nicht irgendwo einen Ausgang? Das wird jetzt sowieso ungemütlich, mein Freund. Tut mir leid. So. Der Weg wäre mit Sicherheit irgendwo angekommen. Ach, du bist der Schiffsführer. Hier ist ein schattiges Plätzchen. Hab Dank. Warum sehen die eigentlich alle gleich aus? Du siehst aus wie mein Schiffsführer. Gut.
Was du für ein hast Schiff? Ein Schiff? Ja. Ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Heremos? Ah. Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Ja, sag bist mir, du. Wer du bist. Schiffsführer Onomakles. Ich bin auf einer Mission. Und ich muss hier dringend raus. Gott. Spartanische Patrouillen könnten uns jeden Moment finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Na, dann laufen wir doch mal an, Marathon. Es ist nicht das Schiff, sondern die Fracht. Sie muss ihr Ziel erreichen. Was hat es denn geladen? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Doch das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach, was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission muss Erfolg haben. Meine Bezahlung hängt davon ab, also glaub mir, das wird sie. Kann ich dich hier drauflegen? Ja. Ja! Perfekt, ich hab nämlich keinen Bock, dich die ganze Zeit zu tragen und irgendwie scheint mir der Weg. Kann ich hier irgendwie da hinlaufen, hinreiten oder muss ich jetzt hier... Und die Delfine wieder... Probier mal den Weg. Die Hauptstraße und dann wieder rechts. Hallo. Hallo! Hallo! Immer schön Hallo sagen. Wegen der Höflichkeiten so. Hallo! Ich bin mir nicht sicher, dass hier der richtige Weg ist. Ich bin jetzt in dieses Gebiet gekommen. Ja, geht schon. Ist halt hier... Verlassenes Ackerland. Na gut, wenn es verlassen ist, ist ja nicht so tragisch. So, ist also alles gut. Paaren des Jagdgründe. Okay. Alter, das ist Zeus. Wie viel gelevelt habe ich denn? Ich habe schon wieder eine ganze Ecke. Schön. Oh. Ein Ausguck. Ich springe jetzt aber erstmal den Toten weg. Ich renne jetzt hier nicht zu dem Ausguck da hoch. Ja. Oder doch. Ich meine, der liegt gerade stabil, ne? Also. Warum musst du jedes Mal wirren, wenn du stehen bleibst? Was hast du für Probleme, Pferd? Ich komme wieder. Welchen nehmen wir denn? Den nehmen wir. Muss ja einen Grund haben, dass hier eine Kordel gespannt ist. Dann synchronisieren wir die Gegend gerade mal. Wenn wir jetzt eh hier sind, dann kriegen wir hier ein bisschen mehr angezeigt. Ah, das ist doch super. Dann können wir doch direkt hier wieder weiterziehen. Dann haben wir das im Zweifelsfall auch als Schnellreisepunkt, wenn wir uns jetzt hier völlig verlaufen und dann irgendwie wieder zurück wollen, können wir direkt hier, ja. Ist doch auch nicht falsch. Hallo. Sehen, wie hübsch. Oh.
wie der da hängt. Ich meine, der Kerl ist verletzt, der kann nicht laufen. Okay, aber hätte er sich nicht trotzdem irgendwie hinten ganz normal hinsetzen können? Muss er da so rumgammeln? Weiß ich nicht, ob das jetzt richtig ist. Und ob der das auch selber so fühlt, weiß ich jetzt auch nicht so. Interessante Kühe haben sie. Ich hoffe, sie haben nicht so viel Mühe mit diesen großgehörnten Kühen. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja, das funktioniert gut. Wenn man mit einem... Pferd quer durchrennt. Ich soll ihn hier hinbringen. Lass mal gucken, ob hier alles... Dann komm mal mit, mein Freund. Ganz easy. Deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir. Ich werfe Heremos nicht vor, dass er uns verriet. Denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl. Bleib hier. Ich töte die Spartaner, zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute. So. Wenn ich jetzt mein eigenes Schiff hätte. Dann würde ich hier... Escalation. Quickly Escalation. Gibt's irgendwas, was der Vogel sich hier angucken kann oder will? Nö. Dann soll er's lassen. Befreie die Besatzung. Die ist da drin, töte alle spartanischen Soldaten am Strand und zerstöre das Schiff der Spartaner. Einer weg. Hat er was dabei? Nö. So. Der sitzt da nur. Da hinten gibt es ein Tier, ein wildes. Dann leg dich mal dazu. Das wilde Tier wäre jetzt eigentlich ganz cool. Ah, es kommt sowieso schon. Nein. Löwe? Ich würde den Löwen gerne. Ich will gerne, dass er hierher kommt. Aber ohne selber dabei erwischt zu werden. So, kommst du jetzt her? Du wurdest von einem Pfeil getroffen.
Du willst dich jetzt rächen. Komm schon. Komm schon, Löwe. Komm hierher gerannt, wo der Pfeil herkam. Wer ist? Was ist denn mit dir? Ist nicht so schlau, der Kollege. Jetzt habe ich ihn schon so runtergeschossen, jetzt würde es auch nichts mehr bringen, wenn der jetzt hierher käme. Jetzt greift er den an, ja. Aber... So, hallo Freunde. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr lebt jetzt noch alle. Das werde ich nicht vergessen in deiner Schuld. So. Und nun? Gehen wir jetzt alle auf das Schiff und randalieren da ein bisschen, oder wie machen wir das jetzt? Das Schiff sieht nicht so aus, als wäre das, sonderlich kriegsbereit. Oh, Wahl. Oh, hi. Hallo? Hi. Ah, das ist mein Schiff hier. Ach, das ist mein Schiff? Ja, wo, Leute, Leute, wo kommt ihr denn her? We have a mission, ihr Lieben. Offene Gewässer! Pfeile bereit! Feuer!
Da habe ich die in der Mitte zerrissen. Schwimmen da zwei einzelne Teile und jetzt gehen sie unter. Ja. Da bin ich halt vielleicht ein bisschen besser gewesen, wa? Dass sie nur ein Tempo haben. Langsam! Wir werden auf dich warten, Kapitän. Ja, das hoffe ich. Fände ich jetzt auch nicht nett, wenn ihr einfach abhauen würdet. Das sieht witzig aus. Was genau tust du da? Warst du schon beim Einbeinigen? Er sagte, unser Geld kommt noch diese Woche. Denk dran, das hat er schon mal gesagt. Wirklich faszinierend. Dass wir uns viel kaufen könnten, was? So, mein Freund. Hola. Du hast Athen einen großen Dienst erwiesen. Bei meiner Rückkehr werde ich das lobend erwähnen. Nun, du sagtest was von Bezahlung. Mehr als das. Du hast dir die Gunst einiger wichtiger Personen verdient, wenn sie erfahren, was du getan hast. Ja? Ist mir egal. Beziehungen schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. So wie es derzeit in der Welt läuft, brauchst du sie mehr denn je. Wie meinst du das? Ich habe genug gesagt. Und mein Schiff wartet. Vielen Dank, Söldnerin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Yeah, it's possible, mein Lieber, it's possible. Ja. Gute Reise. So. Ich wusste jetzt nicht, mit wem der sich gekloppt hat. Wer weiß, ich glaube mir, diese Person in irgendeiner Form wichtig sein könnte oder nicht. So. Okay, haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir natürlich zu dem Cleon zurückkehren, der auf der anderen Seite ist. Aber gut, wir haben ja Zeit. In der nächsten Folge, in dieser nicht mehr. In der haben wir keine Zeit mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.